Und Wojtek Polak muss hier weiter behandelt werden. Er, der zu den Kloten Flyers gekommen ist, weil Niklas Nordgren verletzt war. Es waren zwei Tschechen, die getestet wurden. Jakub Schindel und eben Wojtek Polak. Polak, sozusagen der Testsieger, durfte bleiben. Und jetzt das Tor! Jawohl! Roman Wick bringt die Kloten Flyers in Führung. Nach herrlichem Zuspiel von Michael Nylander. 7 Minuten vor Drittelsende, die Flyers in Führung. Schön vor allem hier, wie das ganze Trio gearbeitet hat, um die Scheibe zu gewinnen. Ich glaube, Stancescu hat dort nachgesetzt, wie es typisch ist in seiner Art. Und dann hat Nylander die Erfahrung und die Übersicht, um den besser postierten Roman Wick anzuspielen. Und der schiebt dann, hier kommt Stancescu, er macht die ganze Arbeit als Flügel ausgezeichnet, wie er hier den Gegenspieler zum Fehler verleitet. Also alle drei haben hier einen großen Anteil an diesem Treffer, der aufs Konto von Roman Wick geht. Mit Nordgren. Der Santala Jenny steht vor dem Tor. Oben an der blauen Linie ist Micky Dupont. Hier wird er angespielt. Der bekommt und ist drin. 2-0 Kloten. Micky Dupont, der Torschütze. Ich glaube, der Schuss ist nicht mehr abgelenkt worden. Und man jubelt nicht nur in der Flughafenstadt, sondern auch die Fans der Flyers, die hier sind, freuen sich über diesen Treffer. Gutes Klotener Powerplay. Und es zeigt sich, es braucht nicht den harten Schuss von der blauen Linie. Nein, es sind diese Handgelenkschüsse, die genauso gefährlich sein können, wenn dann genügend Leute vor dem Tor stehen, um für Unruhe zu sorgen. Und das alles war der Fall. Nordgren vor dem Tor, Dupont schießt und die Scheibe ist drin. Liniger. Jacquemet. Berger, gute Kombinationen bis hierhin. Gut gemacht von auch noch Jacquemet. Und noch eine Abschlussgelegenheit für ihn. Backhand und Herrentor! Janik Herren natürlich trifft zum 3-0. Der Oberwalliser im Team der Kloten Flyers ist die zweite Saison dabei. Sein Stammclub Saas Grund hat bei FISP gespielt. Und nun ist der Spengler Cup Torschütze. 4 Minuten vor Drittelsende. Kloten 3, Wolfsburg 0. Janik Herren. Santala. Dupont. Und der Ablenker von Jenny. Noch einmal Jenny, Tor! Marcel Jenny, 4-0. Der Routinier trifft auch heute Nachmittag. Jetzt läuft's wie am Schnürchen für die Mannschaft aus dem Zürcher Unterland. Marcel Jenny, 37-jährig, in seiner 7. Saison für Kloten, darf hier ein zweites Mal versuchen. Nach dem Ablenker, der den Goalie aus der Position bringt, bezwingt er ihn mit diesem Backhand-Schuss. Gute Arbeit und an der Selde bringt. Jetzt kann er Spaß haben, denn jetzt läuft es auch auf dem Eis. Und meistens kommt es auch gut, obwohl das immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, im Drittel die Scheibe so lange zu halten. Wir sehen es gleich hier, was passieren kann. Blum mit dem Scheibenverlust und prompt kommt es zur Möglichkeit für Wolfsburg. Das sind die ersten Aktionen von Wolfsburg im letzten Drittel. Aber es gibt gleich die Kontergelegenheit. Ah, schade. Kann hier Stancescu die Scheibe nicht richtig kontrollieren. Aus dem Hinterhalt der Schuss und der Nachschuss. Und dann ist die Scheibe doch noch drin und es trifft Viktor Stancescu. Ja, er weiß natürlich, dass er es zuerst verbockt hat mit seinem Scheibenverlust, aber er hat die Chance zurückbekommen und hat sie genutzt. Das ist der zweite Spengler Cup-Treffer
für die Nummer 22 der Kloten Flights. Guter Schuss von Westcott und obwohl da zwei Gegenspieler stehen, kann er sich durchtanken. Und die Erleichterung ist auch ihm anzusehen. Also Kloten hat das überstanden und Flückiger braucht nur noch 3 Minuten zum Shutout. Roman Wick, schön gemacht, wow! Ein klasse Tor von Roman Wick, hier hat er seine ganze Klasse gezeigt in dieser Aktion. Aber es hat auch noch eine unschöne Szene gegeben, so wie es mir scheint. Hier, Achtung, bam! Check, harter Check gegen den Kopf von Berger. Aber das hier war hohe Kunst, hohe Schule von Roman Wick. Ein Tor fürs Highlight-Programm.